Have you ever felt? Are you listening? Damn. Weil ich momentan nicht in meine Halle kann, habe ich mir gedacht, ich nutze mal kurz die Zeit, um euch ein paar Fragen zu beantworten, die ihr mir per Mail geschrieben habt. Hi Nils, sag mal, alte Wespen, alte Motorräder, jetzt der VW-Bus. Wenn er fertig ist, was kommt dann? Dass der VW-Bus fertig ist, das liegt noch in ferner Zukunft, denn da muss noch so einiges dran gemacht werden. Das heißt, da gehen wahrscheinlich noch bestimmt 1, 2, 3, 4, 5 ganz viele Folgen ins Land. Und im Moment ist es so, dass ich einen Kumpel begleite, der gerade einen alten Mercedes 123 Leichenwagen umbaut und der baut daraus gerade einen Pickup. Der sieht momentan noch so aus und der hat damit sehr schöne Ideen und das begleite ich, wie gesagt, mit der Kamera für euch und ja, das wird eins der nächsten Projekte, die ich dann hier auf YouTube zeigen werde. Frage 2. Hallo Nils, als du deinen Kanal gestartet hast, hattest du da einen anderen Kanal als Vorbild, an dem du dich orientiert hast? Ich habe mir natürlich viele, also meinen Kanal, diesen YouTube-Kanal, den habe ich schon relativ lange, aber dass ich da Videos drauf spiele, das ist erst seit 2017 im Sommer. Also ich habe, glaube ich, genau, erst letztes Jahr angefangen, überhaupt den Kanal mit Videos zu befeuern. Und da habe ich mir natürlich einige Videos vorher angeguckt, wie dann die Konkurrenz arbeitet und habe dann bei meinen ersten Folgen auch versucht, hier das eine oder andere aus der Konkurrenz aufzugreifen und in meine Videos mit einzubauen. Das hat mich aber nie zufrieden gemacht, denn das war überhaupt nicht mein Stil. Das war ein kopierter Stil von anderen Leuten und damit bin ich überhaupt nicht glücklich geworden. Und erst als ich aufgehört habe, andere Leute, auch wenn es nur wenig war, zu kopieren und meinen eigenen Videostil entwickelt habe, erst dann war ich mit meinen Videos zufrieden und glücklich und ja, das Ergebnis ist das, was ihr jetzt die ganzen Monate schon seht. Frage Nummer 3. Hi Nils, sehr toller Kanal. Ich bin eigentlich gar nicht so ein motorbesessener Mensch, aber viele deiner Sendungen höre ich sehr gerne als Podcast. Warum machst du nicht mehr Podcasts? Die Podcasts, die ich mache, die müssen ja immer zu den Videos passen, die ich sonst so online stelle. Und da meine Videos ja einen beratenden Charakter haben, ist es so, dass das natürlich... Was war das? Also, dass es natürlich einen seriösen Charakter haben muss, also der seriöse Charakter muss bleiben, denn das, was ich euch zeige, das ist ja ernst gemeint. Und wenn ich dann zwischendurch mal einen Podcast reinhaue, in dem ich so ein bisschen albernes oder verhohlepiepeltes Zeug erzähle, dann ist das okay, solange das mit dem Thema zu tun hat und mir wirklich passiert ist. Wenn ich jetzt nur Podcast-Quatsch erzählen würde, was ich auch kann, dann würde mein ganzer Kanal, der ganze Kanal an Seriosität verlieren. Und das wäre, glaube ich, nicht so gut. Aber ich habe einen Kumpel, der genauso viel Grütze im Kopf hat wie ich und mit dem zusammen starte ich jetzt einen eigenen Podcast. Und wann es losgeht und welche Themen das dann beinhalten wird, über die wir reden, das erfahrt ihr dann auch spätestens, wenn es losgegangen ist, auf diesem Kanal. Nächste Frage. Hi Nils, sehr coole Videos. Danke. Deine Filme haben mir und meinen Kollegen schon sehr oft geholfen. Früher hat man dich in deinen Filmen auch oft vor der Kamera als Moderator gesehen. Warum jetzt nicht mehr? Also mein Gesicht ist für das, was ich euch da erzähle, einfach nicht wichtig. Das interessiert keine Sau, wie ich aussehe. Wenn ich das erzähle, was ich erzähle, müsst ihr mich dabei nicht sehen. Wichtig ist, dass das, was ich euch zeige, dass das Hand und Fuß hat und dass ihr das im Detail seht. Und darum sieht man mich vor der Kamera so selten oder eigentlich nie als Moderator stehen. Das kann ich auch und könnte ich auch mal einbinden. Wenn ihr das möchtet, mache ich das gerne. Allerdings, wie gesagt, mein Gesicht ist für meinen Kanal nicht unbedingt nötig, meiner Meinung nach. Hi Nils, was ist aus deinem angekündigten neuen Kaffee Racer Projekt geworden? Naja. Noch nix. Hat sich nämlich herausgestellt, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und ich habe ja nicht nur diesen Kanal zu füttern, sondern ich habe ja auch noch ein Kind zu füttern und ich habe ja auch noch einen Job nebenbei und ein klitzekleines bisschen Privatleben habe ich auch noch und darum ist das Kaffee Racer Projekt erstmal wieder verschoben auf den Winter. Ich habe nicht gesagt, auf welchen Winter, ich habe nur gesagt, es kommt. Hi Nils, ganz tolle Filme, die du da machst. Danke. Sag mal, würde es aus deiner Sicht heute noch Sinn ergeben, so einen Kanal auch zu starten?
Die Beweggründe sind wichtig. Warum möchtest du so einen Kanal starten? Möchte man so einen Kanal starten, weil man was zu erzählen hat und man möchte halt das in die Welt raustratschen und nicht nur immer seinen Kollegen damit auf den Nerv gehen? Oder möchte man so einen Kanal machen, weil man davon leben will? Es ist immer so, die Größe des Projekts ist entscheidend. Ich kann von meinem Kanal nicht leben und ich bin weit davon entfernt, von dem Kanal leben zu können. Das ist aber auch jetzt nicht der Hauptantrieb. Wenn das irgendwann mal so sein sollte, dann ist das natürlich total schön, dann ist das klasse. Wenn ich irgendwann mal, weiß ich nicht, einen Sponsor finde oder über Patreon irgendwas machen könnte oder so, das wäre natürlich großartig, gar keine Frage. Aber hauptsächlich habe ich meinen Kanal nicht dazu gestartet, dass ich davon leben kann, sondern hauptsächlich habe ich meinen Kanal gestartet, um anderen Leuten Fehler zu ersparen, die ich gemacht habe, die mich sehr viel Zeit und Geld und Nerven gekostet haben. Und ja, wenn du so einen Kanal machen möchtest, wenn der nur für dich ist, also wenn du den rein für dich startest und erstmal nur für deine Kumpels oder für deine Familie, dann klar, warum nicht? Mach das. Ist immer lustig und macht dir auch Spaß, sowas zu machen. Ist zwar viel Arbeit, macht aber Spaß. Hi Nils, sag mal, wenn ich auch solche Videos machen will, wie fange ich das an? Ist das derselbe? Ah ja, okay, alles klar. Das ist derselbe Fragende. Also hallo nochmal an dich. Ja, wie fängt man an? Am besten suchst du dir erstmal ein Thema, von dem du denkst, dass du dich da richtig gut auskennst. Und dann gehst du ins Internet und recherchierst nochmal zu dem Thema, ob das, was du zu wissen glaubst, auch wirklich der Wahrheit entspricht. Denn es ist eine Sache, was genau zu wissen, und eine andere Sache ist, dass wenn man so ein gefährliches Halbwissen in den Äther hämmert, das ist nämlich dann sehr undankbar, weil andere Leute das dann immer glauben, was du sagst, und das nachmachen, und wenn es dann scheiße ist, das ist ärgerlich für die anderen Leute. Und dann suchst du dir jemanden, der keine Ahnung hat von dem, was du da erzählst. Und wenn du den mit dem, was du erzählst, begeistern kannst, also wenn du dein Feuer in dem entfachen kannst, der dir da gegenüber sitzt, dann, glaube ich, bist du auf dem richtigen Weg, solche Filme zu machen, wie ich sie mache. Und dann kannst du langsam darüber nachdenken, ob du dir vielleicht ein bisschen Equipment zulegst. Hallo Nils, ich bin gerade 16 geworden und würde gerne eine Zweiradmechaniker-Ausbildung machen. Das hast du doch sicher auch gemacht. Nach welchen Kriterien hast du damals deine Lehrwerkstatt ausgesucht? Meine Lehrwerkstatt ausgesucht habe ich nach dem Kriterium, wenn die mich nehmen, dann mache ich da eine Lehre. Denn ich komme aus einer Kleinstadt. Ich wohne zwar jetzt seit 20 Jahren in Berlin, aber ich komme aus einer Kleinstadt. Und in dieser Kleinstadt war alles sehr, naja, sehr seriös, sehr bieder. Und ich war halt nicht sehr seriös und sehr bieder. Und ich war damals Punk, hatte lange Haare und hatte rechts 6 Ohrringe drin und links 7 Ohrringe drin. Und war auch sonst ein ziemlich bunter Mensch. Und hatte mich dann, ich glaube, bei 10 Stellen beworben, bei 10 Kfz-Firmen beworben, bin natürlich bei 9 übelst abgelehnt worden. Und manche haben mich tatsächlich nur eingeladen, weil sie nicht geglaubt haben, dass jemand wie ich die Frechheit besitzen könnte, sich tatsächlich in so einem seriösen Unternehmen zu bewerben. So, das war ganz lustig. Es gibt in Haltern ein Autohaus, das heißt Renault war das damals. Und da habe ich im Bewerbungsgespräch gesessen und der Typ, der da saß, das war, glaube ich, Herr Dinger selber. Und das war so ein dicker Klumpen. Und der saß da mit seinem hochroten Kopf und seinem geknöpften Kragen. Und der hat tatsächlich im Bewerbungsgespräch zu mir gesagt, er wollte einfach nur mich einladen, weil er nicht verstanden hat, dass jemand wie ich die Frechheit hat, sich bei ihm zu bewerben, weil ich ja nicht davon ausgehen könnte, dass ein langhaariger Zottelpunk, wie er da gesagt hat, dass irgendeiner seiner Kunden sich von einem langhaarigen Zottelpunk bedienen lassen würde. So. Und der Typ, das war schon ein ziemliches Arschloch, muss man sagen. Und ja, diesen Job habe ich natürlich auch nicht bekommen, war ja klar. Aber wie gesagt, ich habe übrigens auch nicht Zweiradmechaniker gelernt, sondern Kfz-Mechaniker. Ich mache aber übrigens gerade mit einem Team zusammen, mache ich gerade eine Videoreihe genau über diese Themen. Also, wenn ihr in die Lehre geht, was erwartet euch in der Lehre, wie kommt man durch die Lehre dadurch, wie verhält man sich an der Lehrstelle und so weiter. Auch wenn diese Videoreihe fertig ist, erfahrt ihr das auch hier in diesem Kanal. Hallo Nils, eine Frage zu deiner Videoqualität. Egal ob Animation, Schnitt, Ton, Szenen oder Fotos, deine Videos sind immer super aufwendig produziert. Wie viel Zeit verbringst du in der Produktion so im Durchschnitt?
So ungefähr alle Zeit. Alle Freizeit, die ich habe, verbringe ich mit der Produktion dieser Filme. Weil, das, wenn mich das erstmal gefangen hat, also wenn ich da richtig Bock drauf habe, dann ist das so, dass ich morgens teilweise um 5 Uhr aufwache, 5.15 Uhr dann schon irgendwie am Schnittplatz sitze und dann irgendwie die Zeit so schnell vergeht, dass irgendwann ist es dann nachts um 23 Uhr und ich denke, oh, was habe ich denn heute alles gemacht? Habe ich heute schon was gegessen und ich muss dann ja noch das und das und das und das machen. Beim Schneiden und beim Produzieren solcher Filme vergeht unfassbar viel Zeit. Das ist so ein Zeitfresser, da muss man schon Bock drauf haben. Hi Nils, unter vielen deiner Videos stehen die Kommentare, die dich... Nein. Hi Nils, unter vielen deiner Videos stehen Kommentare, die dich mit Sendung mit der Maus oder Löwenzahn vergleichen. Nervt dich das nicht? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich das geschafft habe, also wenn ihr ein Video von mir seht und habt das Gefühl, dass ihr gerade die Sendung mit der Maus seht oder Pusteblume, also Löwenzahn, dann habe ich es richtig gemacht. Denn ich bin ein großer Fan von der Sendung mit der Maus und ein großer Fan von der Pusteblume, also von Löwenzahn, Pusteblume hieß es früher. Und wenn ihr das denkt, nach dem Betrachten meiner Videos, dann habe ich es richtig gemacht. Hi Nils, wenn du deine Texte sprichst, hast du dann immer ein vollständiges Skript oder improvisierst du auch manchmal? Das ist 50-50. Also ich habe bei bestimmten Texten habe ich bestimmte Textpassagen, wo einfach jedes Wort sitzen muss und wo bestimmte Ausdrücke einfach reingehören, die ich dann nicht vergessen darf. Die habe ich dann in Textpassagen aufgeschrieben und ansonsten habe ich mir sehr viele Stichworte dazu immer gegeben. Denn bei einer Textpassage ist es so, dass man dazu neigt, die halt wirklich plump abzulesen. Da ist dann immer ein bisschen weniger Leben drin, als wenn ich nur Stichworte habe, wo ich improvisieren kann. Und wo ich genau zu einem Stichwort immer sage, Mensch, genau. Und was ich euch noch erzählen wollte, ich lese gerade so und so und so. Also wie gesagt, meine Texte bestehen zu 50% aus kompletten Textpassagen und zu den anderen 50% ist das improvisiert. Hi Nils, sag mal, du erklärst alles so schön easy. Hast du das Sprechen richtig gelernt? Wenn ja, wie hast du es gemacht und wie lange hat es gedauert? Das Sprechen habe ich tatsächlich richtig gelernt. Das hat sich bei mir, und zwar habe ich es mir selber beigebracht. Stimmt gar nicht. Ich habe auch ein bisschen Hilfe gehabt von Leuten, die richtig singen gelernt haben und die Theaterschauspiel gelernt haben. Da habe ich mir ein bisschen was abgeguckt. Und ansonsten hat sich das Sprechen bei mir im Laufe der Jahre langsam erst entwickelt, weil die Art und Weise, wie ich heute spreche, also diese Modulation im Mund, das hat früher bei mir nicht stattgefunden. Früher war das ein einziges Aneinandergehaspel von Wortsilben und Wortfetzen. Das war fürchterlich und das hat sich dann über die Jahre entwickelt und das ist auch heute noch nicht vorbei, weil ich auch heute noch, wenn ich einen Kopfhörer aufhabe und im Studio stehe und vor dem Mikro bin, dass ich dann immer noch Klickser höre oder Kieferknacker oder Mundgeräusche, die da nicht reingehören, die man dann sehr aufwendig in der Nachbearbeitung wieder wegmachen muss, also rausschneiden muss. Und an diesen Klicksern und an diesen Sprechfehlern arbeite ich halt noch und das ist ein Weg, den gehe ich aber auch sehr gerne. Ich lerne da sehr gerne dazu, denn das hilft in der Konversation mit anderen Leuten. Hilft das einfach, wenn man eine angenehme Sprache hat. Und daran arbeite ich. Hi Nils, um solche Filme zu machen wie du, braucht man da wirklich sehr viel Equipment. Und welches Equipment hast du? Man braucht wahrscheinlich nur 20% von dem Equipment, was ich habe. Ich habe nämlich einen Haufen Scheiß gekauft, der sich als totaler Trödel rausgestellt hat. Nur weil ich das bei irgendwelchen anderen YouTubern mal gesehen habe, wenn ich irgendwelche Leute gesehen habe, die Filme gemacht haben, dann habe ich mir auch irgendwelche Dolly und ach, haufenweise Scheiß habe ich mir. Teuer wie Sau und brauche ich im Endeffekt überhaupt nicht, weil braucht auch keine Sau. Und wenn ich manchmal YouTube-Videos sehe, wie Leute präsentieren, was sie alles auf den Dreh mitnehmen und den ganzen anderen Käse, da kann ich nur sagen, Hut ab, das braucht kein Schwein. Niemand braucht so viel Zeug. Weil das aber auf YouTube immer propagiert wird und weil alle natürlich mit ihren Produktreviews immer sagen, diese Linse ist noch besser als diese Linse und dieser Dreiachsen-Gimbal ist noch ein bisschen sensibler als dieser Dreiachsen-Gimbal und man braucht diese Drohne und man braucht den Scheiß und den Scheiß und den Scheiß, bin ich da auch gelegentlich mal drauf reingefallen, habe mir auch so viel Scheiße gekauft, aber im Endeffekt braucht man eine gute Kamera, ein gutes Mikrofon und
wenn es irgendwie geht, braucht man vernünftiges Licht. Hi Nils, super toller Kanal. Man kann sehen, wie viel Arbeit in jeder Folge steckt. Meine Frage, alle benutzen doch jetzt Drohnenaufnahmen für ihre Videos, warum du nicht? Natürlich habe ich auch eine Drohne. So, klar habe ich mir eine gekauft. Das ist ein schönes Spielzeug und das ist auch angenehm, wenn man damit irgendwelche Aufnahmen macht. Aber ich brauche ja nur ganz selten Füllmaterial für meine Filme, also B-Roll-Zeug brauche ich halt nur ganz selten. Und bei einer Drohne ist ja der Nachteil, die ist ja immer ganz weit weg vom Objekt. Und was ich euch zeige, das muss ja immer ganz nah ran ans Objekt. Und darum nehme ich eine Drohne nur für meine Privataufnahmen. Für meine Videos nehme ich, glaube ich, keine Drohnen. Ich kann aber auch demnächst mal eine Drohnenaufnahme machen. Es gibt auch schon schöne Drohnenaufnahmen von mir. Die sehen so aus. Hi Nils, bei der Busdiebstahlgeschichte, bist du da wirklich so ruhig geblieben oder hast du dich da doch vielleicht ein bisschen mehr aufgeregt? Denn wenn mir einer meinen Bus, in den ich sehr viel Zeit investiert habe und den ich sehr liebe, stehlen würde und ich würde den Menschen dann dabei erwischen oder ich würde ihn nachträglich erwischen, dann würde ich ihn wahrscheinlich umbringen. Das mit dem Umbringen solltest du vielleicht nochmal überlegen, aber Tatsache ist, wenn ich den erwischt hätte, wie er gerade versucht, meinen Bus zu klauen, dann kann ich sagen, dann würde es wahrscheinlich jetzt jemanden geben, der tatsächlich ohne Arme hier rumrennen würde, denn da reagiere ich dann wahrscheinlich auch allergisch. Allerdings, als ich diesen Menschen gesehen habe, der da meinen Bus geklaut hat und die Beweggründe, warum er meinen Bus geklaut hat, war das so, da war ich nur noch 10% zornig, warum er das gemacht hat und 90% war ich glücklich, dass er nicht viel größeren Scheiß mit dem Wagen angestellt hat. Weil dieser Mensch war oder ist halt, mittlerweile weiß ich ein bisschen mehr über den, über die Staatsanwaltschaft, das ist halt ein total armes Licht. Das ist ein ganz schlimm armes Licht und das Einzige, was der in seinem Leben macht, ist wirklich Leuten auf den Sack gehen. Und ich schwöre euch, dass der direkt nach Hause gegangen ist und den nächsten Wagen geklaut hat. Ja, wie soll man sagen? Armes Licht halt. Mein Bus ist wieder da, das hat mich glücklich gemacht und mal gucken. Die Verhandlung ist ja irgendwann wahrscheinlich nächstes Jahr. Ich werde es euch wissen lassen. Und jetzt noch eine abschließende Frage, auch nochmal zum Bus. Hi Nils, sag mal, welche Diebstahlsicherung hast du denn jetzt letztendlich vorgenommen bei deinem Bus? Ich habe natürlich erstmal eine lebende Diebstahlsicherung versucht zu reaktivieren. Ich habe nämlich versucht, dem Hund beizubringen, dass er dann das Ganze liebenswürdige ablegt und eine schlimme Saubestie wird, die dann wirklich alle tötet, die am Bus rumfummeln. Und wollte ihm wirklich beibringen, auf Kehle zu gehen auch. Und habe da auch wirklich intensiv dran gearbeitet, aber das hat den Hund einen Scheiß interessiert. So, und jetzt ist es so. Natürlich habe ich Diebstahlsicherung vorgenommen an meinem Bus, aber nach Rücksprache mit meiner Versicherung ist es so, ich darf das auf YouTube gar nicht erzählen, was ich da gemacht habe, denn es wäre ja auch schön dämlich, wenn ich meinen Bus gegen Diebstahl sichere und dann ein Video darüber mache, was ich genau alles gemacht habe, damit nicht irgendwelche Arschgeigen mir meine vierrädrige schwarze Schleuder wieder unterm Arsch wegklauen. Insofern wird das Diebstahl-Video ausfallen. Was ich aber machen werde, ist, ich werde mich mit jemandem, der sich mit Diebstahl richtig gut auskennt, mit dem werde ich mich demnächst treffen und werde mit dem ein Interview machen und der beschreibt dann anhand von seinem VW-Bus, wie man so einen T3 allgemein am besten gegen Diebstahl sichern kann. Aber ich sage gleich, wenn jemand euren Bus wirklich haben will und wenn das ein Profi ist in dem, was er macht, dann habt ihr nicht allzu viele Chancen, weil einen hundertprozentigen Diebstahlsturz gibt es nämlich nicht. Das Einzige, was wirklich hilft, ist dem Dieb die Zeit zu stehlen. Denn
je länger die Zeit, die er aufwenden muss, um die Kiste in Bewegung zu setzen, desto wahrscheinlicher ist es, dass er bei seinem Vorhaben gestört wird. Ja, da waren natürlich noch viele andere Fragen dann dabei, aber das soll jetzt an dieser Stelle mit der Frage-Antwort-Geschichte auch mal reichen. So, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich öfter mal so Frage-Antwort-Videos in dieser Form mache, wie ich sie jetzt gemacht habe, dann könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss! Damn!